Oh yeah, da haben wir doch wieder einen Bären. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Hunter Call of the Wild. Ja, wir sind wieder zurück unterwegs. Und naja, das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war im Stream. Und, oder war das das? Ich glaube doch, müsste schon gewesen sein. Ne? Und da hatten wir die Challenge eben mit dem neuen Gewehr, was wir da im Stream gekauft haben, mit dem einmal zu schießen, sowie natürlich mit dem Revolver, was wir dort hatten, sowie natürlich auch dem Bogen. Ne? Mit dem haben wir die ganze Zeit gespielt und haben damit ein paar super Tiere zu erlegen. Falls ihr den Stream noch nicht gesehen habt. Ja, der ist auch auf YouTube online. Schaut auch mal gerne vorbei. War am Ende sehr, sehr spannend. Hatten ein paar Problemchen, aber das haben wir alles in den Griff bekommen auf jeden Fall. Und jetzt müsst ihr auf jeden Fall angeben, besonders die letzten halbe Stunde oder so, da war es dann richtig, richtig spannend. Haben wir es auch ziemlich spannend auf jeden Fall gemacht. Gut, und das gleiche würde ich so ein bisschen fortsetzen. Wir haben ja nämlich immer noch den Auftrag, nämlich das Handy rausholt. Genau, erlege einen Braunbär von und verwerte ihn. Ja, und da müssen die Trophäenwerte mindestens 20 haben und die Effizienz von mindestens 25 haben. Und schauen wir mal, dass wir wieder einen Bären finden. Das kannst du auch machen. Logischerweise, vielleicht, weil ich schon gemerkt habe, das Bild ist etwas unruhiger wie immer. Oder was heißt wie immer, aber jetzt zeigt mir wieder. Ja, ich habe wieder Tobi Eye aktiviert. Mal gucken. Wenn wir den wieder mit dem bisschen spielen. Genau. Gut. Deswegen schauen wir doch einfach auf jeden Fall mal auf die Karte und gucken mal, wo wir denn so Bären finden könnten. Überall. Ich bin ja jetzt oben auf einmal. Aber ich muss auf jeden Fall unten den Bären suchen mir. Deswegen werde ich mich auch mal dorthin begeben. Schauen wir doch mal einfach hier in die Gegend. So, dann gehen wir doch mal los. Und dann natürlich will ich euch darauf hinweisen, beziehungsweise euch nochmal fragen. Wie findet ihr das, wenn ich zum Beispiel ab und zu so oben mal die Infokarte irgendwas einblende? Wie zum Beispiel, ich hoffe, ihr habt alle schon die Folge gesehen, von dem neuen Projekt GTA 5. Da habe ich zum Beispiel auch eine andere Umfrage gemacht, wie zum Beispiel das Projekt an sich findet, wie das findet und so weiter. Sowas würde ich vielleicht ab und zu öfters mal einfügen und euch mal ein bisschen mitnehmen zu das Ganze. Und natürlich an sich, ich blende auch ab und zu jetzt Videos zu einem, ein paar Vorschläge machen, wie ihr das auch findet. Das könnte ich doch gerne mal direkt mit MI auch nochmal verknüpfen. Das heißt, ich hoffe, ich denke dran, da oben werde ich nochmal jetzt ein I einblenden und dort könnt ihr abstimmen über das Ganze nochmal. So. Und ja, ich habe gesehen, das geht ja um das Projekt GTA 5. Das kam aber bei euch schon sehr, sehr gut an. Das gefällt mir auf jeden Fall. Bin auch sehr froh drum, wenn die neuen Projekte immer, die ich dann mache, die euch so, auch gut gefallen. Sonst lass mal gucken. Das, heute haben wir natürlich bis jetzt, sagen wir mal so, kein Glück, was Bär oder irgendein Tier angeht. Wir gehen mal weiter am Weg entlang. Meistens wird ja auch manchmal etwas später gerendert. Das kann mal auch gut mal sein. Also muss man so gar keine Sorgen machen. Kann aber auch sein, dass hier nichts ist. Dadurch, dass natürlich die Karte schon sehr mit diesen orangen Flecken besetzt war. Und ich da die letzten Mal ja schon sehr stark gejagt habe. Ja, es gibt alle die Möglichkeiten und die Gründe. So, aber in der Hoffnung haben wir trotzdem Glück und sehen doch mal einen Bären. Aber auf die Eisleute ist es am einfachsten, sowas zu jagen. Aber logischerweise immer, wenn man sowas machen möchte, wird es nie was. Aber mal schauen. Ja, ne, das war nur ein kleiner Riss. Sonst können wir leider nichts erkennen bis jetzt. Gucken, wie groß ist denn das ausgebaut? Ja, ich habe schon sehr. Hat schon sehr eine ordentliche Farbe. Also. Auch die Tiere werden hier in der nächsten Zeit nicht mehr so schnell herkommen. Aber. Ich hoffe einfach mal, dass sich doch mal ein Tier hier verirrt hat. Beziehungsweise gehen ja weiter mal ein bisschen Richtung Osten. Vielleicht ist da was, was wir auch mal ganz gucken könnten, ist, erst zieht sich bis, wo ist unser Kartenbereich, bis hier vor. Eigentlich müssen wir auch mal in die Richtung schauen, eher. Ich habe bis jetzt gar kein Tier, also nicht mal irgendein Warnruf, Rumpfschrei. Scheint wirklich ruhig zu sein. Zu ruhig, nach meinem Geschmack.
Na gut, ich würde sagen, ich schaue mal ein bisschen mich um die Umgebung um und wenn ich was gefunden habe, gebe ich euch Bescheid. Ich habe bis jetzt keinen Bären gefunden, aber. Alles klar, das wollte ich jetzt leider nicht. Ich habe aber ein Moschustier gefunden eben, wie sie sehen kann, und ich würde es natürlich auch gerne versuchen, mit der passenden Waffenklasse zu schießen, also auch mit dem Revolver. Dafür müsst ihr auf jeden Fall auch erstmal näher ran. Der Wind steht einigem. Oh, was haben wir hier doch? Normal Moschus. Nee, doch. Sollte ein Moschustier sein. Genau, ist doch ein normal Moschustier. Aber sonst kann ich halt nichts erkennen. Aber ich würde versuchen, dort zum Beispiel ans Moschustier näher ranzukommen. Wind steht eigentlich ganz gut. Von dem her passt es auch soweit. Aber natürlich packen wir erstmal den Revolver wieder aus und gucken, dass wir auch näher rankommen. Wir versuchen uns näher ran zu pirschen. Tja, wir haben glaube ich nur noch 50 bis 60 Meter vor uns. Und die versuchen natürlich einen perfekten Schuss zu landen. Mit der natürlich perfekten Waffe. Nebenbei konnte ich leider nichts anderes erkennen. Es waren jetzt zwei Moschustiere. Das eine ist mir komischerweise direkt weggerannt. Obwohl ich 100 bis 200 Meter entfernt war. Vielleicht hat es mir auch gesehen. Es ist halt hier sehr offen. Kann natürlich gewesen sein. Aber an das gehe ich natürlich etwas vorsichtiger ran. Deswegen schauen wir mal. Ich sehe mal sehr, sehr viele Spuren. Weil es ein Trinkgebiet auch eben in dem Fall ist. Von Moschustieren wahrscheinlich auch eher genutzt. Oder natürlich auch von Bären kann natürlich auch alles genutzt werden. Aber wir schauen mal, dass wir näher rankommen. Ja, es wird schon. Es fehlt nicht mehr viel, muss man sagen. Alles gut bis jetzt noch. Wind steht auch einigermaßen in Ordnung. Noch steht es auf jeden Fall. Und noch stört es auch gar nicht, dass wir hier sind. Zu unserem Vorteil. Wir haben bis jetzt kein Geräusch und wir sind noch nicht sichtbar, wie ihr unten sehen könnt. Also die perfekte Gebung und noch der Wind. Der steht dementsprechend auch noch sehr gut. Und dazu guckt es erstmal nicht rein in unsere Richtung, also kann es uns gar nicht wirklich sehen. Kommen auch immer näher. Oh, das sollte reichen. Oh, wow. In dem Moment, wo ich sage, das sollte reichen. Reicht nur, wie es sich teleportiert und weg ist es. Gut, dann auf ein neues. Drei bis sieben NLCs trinken das Tier. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, es läuft auf jeden Fall noch. Wir müssen gucken, dass es wieder steht. Tja, hätte ich doch nochmal einen Meter voll gestoppt. Dann auch gedrückt. Aber gut, so ist es halt. Ich wollte halt nah ran. Sehr nah ran wollte ich. Was macht es? Es guckt uns an oder guckt zumindest in unsere Richtung. Und steht. Okay. Ja, es guckt sich um. Es weiß nicht ganz, was es machen soll. Es ist sich unschlüssig. Können wir was versuchen. Interessiert sich das für dafür? Nicht erkennbar, sagen wir so. Bis jetzt zumindest.
Also ich weiß nicht, wie ich ob ich das Spray-Teil falsch einsetze oder so. Das auch noch nie genutzt, ne? Also ich habe das jetzt nur mal gesprayt. Ich muss dann, dass man es auch irgendwie auf Laubwerk oder Blattwerk setzen muss. Es richtig reagiert, dass der Duft richtig anzieht. Wozu, dass es auf dem Eis nicht funktioniert hier. Dieser Versuch nicht ganz so nah ranzukommen, wird auch gar nicht so leicht. Dadurch, dass es sich schon bewegt, das heißt, muss ein bisschen vordenken. Ja, mal in die Richtung. So, aktuell muss ich halt Gas geben, um halt über die Richtung zu kommen. So, du, wenn ich natürlich einen sicheren Schuss setzen kann, werde ich das Ganze auch tun. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wird nicht das Problem sein. Komm schon, wir kriegen das hin. Gleich mal so ein bisschen näher ran. Ja gut, und dort sind wir wieder. Wir haben uns ein bisschen näher dem Tier gewidmet, genähert. Und es guckt schon wieder so. Es bewegt sich so ganz langsam wieder. Und macht zwei Päuslein. Versuchen wir noch ein Stückchen näher von ran zu kommen. Also 15 Meter gehen auf jeden Fall noch. Also halt so aus 20 Meter zu nähern oder so. Sollte im Normalfall schon noch gehen. Es darf es jetzt nur nicht von uns wegbewegen. Bevor das gleich passiert. Warte, bis es steht und dann werde ich schießen. Solange versuche ich mit dem ganz kurz hinterher zu laufen. Macht der meisten immer ganz kurz den Päuslein immer. Hebt das Füßlein. Aber uns sieht es aktuell nicht zum Glück. Komm schon. Bleib stehen. Der Winkel verschlechtert sich immer mehr. Nee, ich kann nicht mehr lange warten. Ich gehe davon aus, dass der Schuss reichen sollte. Gut, ich habe jetzt nie, glaube ich, einen Revolver. Ja, sag ich doch. Ich kann sagen, das Tier hebt ja auch nicht viel aus. Was denn davon? Ja, gefällt mir. Schauen wir mal. So. Haben wir zumindest ein Tier getroffen mal. Aber natürlich nicht unser Zieltier, was wir eigentlich haben möchten. Wir möchten natürlich immer noch unseren Bären eigentlich haben. Und wir gehen wirklich am Anschluss auch wieder suchen. Muskelungenflügel links. Eine Bronze bekommen. Effizienz. Also 75%, okay. Naja, gut. War auch, glaube ich, auch nur ein Weibchen, abgesehen davon. Aber dadurch haben wir wieder ein paar Punkte. Naja. Sehr schön. Zack, zack. Sehr schön. Dann noch nachgeladen. Okay. Ja gut. Wir haben ein großes Gebiet auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch weiterhin das Gebiet absuchen nach dem Bären. Mal gucken, ob ich bald eins finde. Wir sehen uns gleich wieder. Oh yeah. Da haben wir doch wieder ein Bären. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich habe mich ein bisschen umgestattet oder ausgestattet besser für so einen Bären. Perfekte Klasse, habe ich, dachte ich mir so. War von Klasse 3. Mit passender Munition und Visier. Jetzt sind wir ausgestattet für so einen Bären. Weil ich möchte natürlich, dass die perfekte Effizienz und alles erreichen. Das kriege ich halt nur dadurch hin, wenn ich eben auch die perfekte Waffe dazu, die perfekte Munition dazu nehme. Ne? Gut, jetzt schauen wir mal, überprüfen wir auch mal die Entfernung zu dem Bären. Der hat eine Entfernung von 228 Metern. Die ist jetzt aber bei uns nicht so gegeben. 300 Metern könnte ich. Effektiv wäre es aber nicht. Sagen wir auf 150 und dann ist ganz gut. So, ich muss auf jeden Fall irgendwie noch die Seite überqueren. Ja. Und dazu nochmal unser Fernglas auspacken. Eine Entfernung von 115 Metern wäre sehr gut. Aber der Wind steht. Der steht doch, der steht eigentlich. Ja, bedingt gut, sagen wir so. Es könnte besser sein. Sollte für uns aber reichen. Der Winkel ist leider nicht ganz gut. Der ist vom Stein geschützt. Wir sollten auf jeden Fall die Position etwas wechseln.
Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. So, jetzt haben wir eine Entfernung von 110 bis 120 Metern. So ungefähr. Okay, schauen wir nochmal. Ja, ich würde noch gerne näher ran. Also die Chance muss ich was nutzen. Liegt der jetzt schon? Geil. Also die Chance, wenn sie aufstehen, müsst ihr am besten immer nutzen. Weil da besser kann man einfach nicht treffen. Und geil. So, ein bisschen Stimme weggeblieben. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr. Also man muss auf jeden Fall immer die Chance nutzen, wenn er aufsteht. Aber besser kann man ihn einfach nicht treffen. Und ich hoffe, ich habe auch die perfekte Klasse und auch die Mission auf den Auftrag erledigt. Ja, ein bisschen abgeschlossen. Und wir haben ihn einmal schön. Fangen wir nochmal an. Muskel, Brustwirbelsäule, Lungenflügel. Links getroffen. Ja. Das scheint auch sehr gut zu gewesen sein. Wenn die Kugel noch. Die war eigentlich ganz gut. Wenn die Kugel noch ein bisschen mehr Schwung hätte, wäre es sogar durch beide Lungen gegangen. Das wäre dann mega krass gewesen. Aber er schläft eine Runde. Und wir haben alles 100% erreicht. Haben Erfolgssubstanz 0, das ist auch sehr gut. Zimtbraun. Ist sehr schön. Ein weibliches Tier. Wäre das ein männlich, könnte es sogar Gold gewesen sein, vielleicht. Oder wäre es Gold gewesen, vielleicht. Deswegen die Trophäenwertung ist nur nicht so hoch. Aber dafür ist Silber geschossen, ne? Sehr schön. Gut. Ja, ich würde sagen. Damit haben wir den Auftrag auch erledigt und damit würde ich auch die Folge beenden. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge der Hunter oder bei einem anderen Spiel. Bis dann. Ach ja, bevor ich es sage. Am Montag wird doch mal ein neues Projekt starten, weil ich davor es vergesse. Seid gespannt. Ich bin sehr, freue mich schon sehr drauf. Deswegen habt ihr wieder die Woche oder nächste Woche zwei neue Projekte gehabt. Oder bekommt ihr. Deswegen, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Tiger. Ciao.